Mit dem neuen PlayStation 4 Update gibt es gerade echt große Probleme. Schauen wir uns mal ganz kurz was an auf Twitter. Der Finn hat hier mal wieder was Gutes gepostet. Mit dem neuen Update scheint es einige Probleme zu verursachen, wie zum Beispiel Freundesliste wird nicht geladen, Probleme mit dem Partysystem, Stabilitätsprobleme und so weiter. Also es gibt noch ein paar mehr Probleme und es wird auch ein paar Probleme mit dem Cup geben, denn wenn eure Freundesliste nicht geladen wird, dann könnt ihr auch theoretisch beim Cup nicht mit euren Freunden spielen. Ist ein sehr, sehr großes Problem, denn der Cup beginnt heute für Europa um 18 Uhr bis 21 Uhr. Und ich denke nicht, dass die das Problem in ein paar Stunden beheben, denn das Update ist gerade mal frisch heute rausgekommen, soweit ich weiß. Man soll auch beim Cup mit Auffüllen spielen können, aber da habe ich noch keine hundertprozentige Bestätigung. Ist nur ein Leak, kann sein, muss aber nicht, aber wenn man mit Auffüllen spielt, dann hat man immer ein gewisses Risiko, keine guten Teammates zu haben. Deswegen macht das Update zu 100% nicht. Ich hoffe, ich konnte euch damit soweit so gut helfen. Falls ihr auch neu da seid, dann lasst gerne ein Abo da. Danke für euren Support. Ansonsten gibt es keine weiteren Neuigkeiten heute. Ich wollte eigentlich noch ein Video zu ein paar geleakten Sachen machen, aber ich dachte mir, das muss ich auf jeden Fall vorziehen. Ich bin auch dann live um 17.15 Uhr auf meinem Zweitkanal. Dort werde ich versuchen, den Skin mir hier zu erspielen mit irgendwelchen ehrenhaften Teammates, die ich mir dann auch aussuchen werde. Mal schauen, ob ihr euch das PS4 Update heruntergeladen habt, denn wenn ja, dann wird es ein bisschen problematisch. Vielleicht muss ich dann andere Teammates mir aussuchen, aber schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so starke Probleme mit dem neuen Update habt. Dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Info-Video.